Ja, ich würde sagen, typisches Testspiel mit viel ausprobiert, mit Wellentälern, sowohl gute als auch nicht so gute Phasen. Aber insgesamt, glaube ich, für uns echt ein guter Test, in dem wir uns ja weiter einspielen konnten, auch gesehen haben, in welchen Bereichen wir noch Baustellen haben. Aber insgesamt kann man, glaube ich, ein ganz positives Fazit ziehen. Ich denke, wir sind ganz gut reingekommen, vor allem mit den Paraden von Jogi. Er hat da vor allem den Spielern aus dem Rückraum einige abgenommen. Haben dann am Anfang stark über den Kreis gespielt, vor allem Live und Niklas wieder zusammen. Da hatten sie ordentliche Probleme mit. Dann hatten wir selbst Probleme dann auch, umso länger das Spiel wurde. Haben dann auch 7 gegen 6 gespielt. Das hat mal mehr, mal weniger geklappt. Sind dann, glaube ich, mit einem vor in die Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir dann stark verteidigt, mit Assad vorne drauf, die Offensive 5-1, und konnten dann ein paar Gegenstöße laufen und uns da absetzen und haben es dann ja über die Zeit gebracht, würde ich sagen. Ja, das ist schon, wir sind eigentlich schon auf einem ganz vernünftigen Stand. Also klar, braucht das alles länger als 2 Wochen, bis du da wirklich eine richtig gute Abstimmung hast. Aber wir arbeiten ja viel im Training dran und ich denke, das sieht auch wenn man das mal den Bogen auf alle Testspiele spannt, schon ganz gut aus. Und klar haben wir dann noch was zu tun bis zum Saisonstart, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber zum jetzigen Stand der Vorbereitung kann man, denke ich, da schon ganz zufrieden sein. Ja, Trainingslager sind ja bekanntermaßen immer ziemlich anstrengend und ich denke, so wird es auch da sein. Die Laufschuhe sind eingepackt auf jeden Fall. Ich hoffe aber auch, dass ein bisschen Teambuilding noch dazu kommt, also dass wir mal eine Teamaktivität machen und denke ich, wird das eine runde Sache. Ja, auf jeden Fall an den Abstimmungen. Also ich denke, wenn wir in den Formationen spielen, die wir kennen, ist das schon ziemlich eingespielt. Was wir verbessern können, sind diese ungewohnten Konstellationen, dass wir in der Abwehr da sicherer werden bei 3 und 4 und dann auch mit den verschiedenen Halbpositionen. Auch gerade im Angriff, weil jetzt Assad natürlich sehr viel spielen muss, wo Stuhl jetzt auch gerade ein bisschen angeschlagen ist, dass wir da noch seine Stärken mehr ausnutzen. Wir haben nur einen Linkshänder, das ist dann natürlich auch schwer. Dass wir dann auch besser lernen, den Ball weiterlaufen zu lassen mit dem Rechtshänder auf halb rechts. Das sind so die Dinge, würde ich sagen.